Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Stellar Age MMO Strategie. Ich werde erstmal starten, ich werde Folge 3 machen. Mein alter Account ist da, weil das Spiel spiele ich ja sehr oft in letzter Zeit. Und also geht das gleich los. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie lange das jetzt dauert. Ah, schon fertig. Okay. Dup, 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 dup. Stände aufgebaut. Dann holen wir mal die ganzen Sachen ab. Und VIP, das ist das erste, was man machen muss. Man öffnet die VIP-Truhe. Nimmt alles. Danach gehst du gleich zu den Gegenständen rüber. Benutzt die VIP-Punkte. Und benutzt ein VIP. Jetzt habe ich bin ich drei Stunden VIP. Und dadurch kann ich jetzt mehr Aufträge annehmen und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt hier zwei Sachen am Laufen, den kann ich jetzt schon mal abschließen hier. Das geht auch nur, wenn du VIP bist, weil das ist nämlich eine Tagesquest. Jetzt sehen wir gleich mal, können wir mal zur Tagesquest hingehen. Das hier sind die Tagesqueste. Eine fertig, das war ein Gebäude errichten. Zack. Und das ist eine Tagesquest. Einmal diese Schiffe produzieren. Ich produziere sie immer einen Vortag, dass ich sie am nächsten Tag nur abholen muss. Sonst müsste ich immer 6 Stunden und 28 Minuten warten. Dann machen wir schon mal die nächsten für morgen. Was habe ich noch? Die hier, da musste mal 50 Stück musste immer reparieren. Das sind die hier. Ach, ich hatte andere gebaut. So ein Mist. Okay. Dann machen wir die schnell fertig. Schub. Es soll noch 7 Sekunden warten. Dafür lohnt es sich nicht, eine jetzt. Das waren die Schiffe. Perfekt. Ich glaube, ich mache das jetzt immer so. Ich mache erst andere und dann, wenn ich da bin, die brauche ich wieder. Und wenn ich dann da bin, dann mache ich die Schiffe. Okay, ich habe noch. Der muss auf 19 verbessern. 3 Tage, meine Güte, das dauert aber lang. Egal. Da 3 Tage Zeit. Forschung. Ein
gehe. Normalerweise ist das gratis ab 5 Minuten. Aber wenn man in den VIP-Modus schon ein bisschen weiter wenn man in dem VIP-Modus schon ein bisschen weiter ist, dann brauchst du nicht mehr so viel Zeit. Geht also dann wesentlich schneller. Okay. Ja, morgen kriege ich den. Yippie! Morgen habe ich das letzte Schiff, das letzte Raumschiff auf T1. Mit T2, soweit bin ich noch nicht. T2 sind die gleichen Schiffe, nur alle ein bisschen stärker. Habe ich hier gar keinen Sound? Ich höre hier gar nichts. Nee, warum ist denn der Sound weg? Jetzt haben wir einen Sound da. Okay. Jetzt müssen wir noch die drei machen. Schauen, ob jemand aus der Gilde da ist. Die Quest kann man wirklich nur machen, wenn man in einer Gilde ist. Muss nämlich diese hier angreifen. Aber den Zehner. Ich greife mir nur Nummer 1 und 2 an. Weil ich bin der Schlechteste aus der Gilde. Let me guide you. The best defense. Warte mal. We are what we overcome. Nummer den. Und I will be the leader they need. Nee, so passt schon. Nur mit die Schiffe, sonst meckern die anderen rum. Weil wenn ich die anderen Schiffe nehme, fliege ich viel langsamer. Und die anderen machen meist so viel Schaden, dass ich nur hinfliegen muss und die machen für mich die Piraten kaputt. Obwohl, die würde ich auch so kaputt machen. Und hier auch ein. Victory never comes by itself. The measure of a man is what he does with power. Da kann ich jetzt die Schiffe nehmen. Sind auch noch schnell. Voll. Oh, egal, nehmen wir die. Also zwei. So. Und jetzt, was noch cool ist, ist hier für die Buffs. Ein Tag, 2 Stunden. 2 Stunden. Muss ich jemanden etwas schicken? Da habe ich dann dem schicke ich immer was, den schicke ich was. Die brauchen die Sachen eigentlich nicht, weil die sind schon viel stärker. Die schicken mir meist immer, es ist auch an meinen Ressourcen. Nehmen wir mal den hier jetzt. Oh. 10 Millionen verschicken. Zack. Okay, dann haben wir das auch schon mal fertig gleich. Problem ist jetzt, es ist keiner online um diese Zeit, wie ich gerade feststelle.
hier, weil mir keiner dabei hilft. Mal helfen die sofort einen dabei, weil die kriegen ja auch Punkte dadurch. Aber da mir keiner hilft, ist keiner online. Jetzt muss ich mir einen Gegner suchen, damit ich meine Tagesziele erfolgreich erfülle. Gegner, Gegner, Gegner. Ein Gegner, der nicht online ist. Also, warte mal. Wir haben jetzt hier die beiden noch drin stehen. Die sind zu stark. Im Weltall noch ein paar kleinen Fischen. 27 ist zu stark. Kann ich vergessen, oder? Ja, kann ich nicht angreifen. 300 Millionen Angriffsstärke. Was ist? 50 Millionen. Ja, ja, ja. Und hier ist... Nee, auch so stark. Der hat Schutzschild. Ah, der hat nur 3 Millionen. Den hätte ich angreifen können. Aber der hat ein Schutzschild. Also ist er online. Also nicht online, sondern. Hier ist das alles zu Ende. Ich mache jetzt Entfernung 150. Größere. Hier ist auch eine größere Gilde. 3 durch 9. Oder 3 zu 9 heißt das. Das sind auch gerade alle online. Wenn ich da jetzt einen angreifen werde, dann sofort hinterher meiner Linie hinterher fliegen und schauen, wer angegriffen hat. Und dann, wenn alle mich angreifen, gefährlich. Sind Einser, hier muss ein Schwacher sein. Damals hatte ich einen gehabt, den ich mal angegriffen habe, aber der ist auf einmal verschwunden. Ich habe ihn auch nicht mehr wiedergefunden. Also entweder ist der Account abgelaufen, dass der Account gestrichen worden ist, oder der hat sich umbenannt und ist woanders an einen anderen Punkt hingegangen. Oh, hier sind... Kleine Gilde.
Ja. Das Suchen kann manchmal ziemlich lange dauern. Der ist alleine, ist spielt dabei aktiv. Die Gilde kenne ich. Da hat mich einer immer von angegriffen. Dann habe ich mich weggeportet. Dann hat es gedauert, dann haben sie mich mal wieder angegriffen. Dann habe ich mich nochmal weggeportet. Dann hat es wieder gedauert, dann haben sie mich wieder angegriffen. Dann haben sie mich, habe ich mich nochmal weggeportet und dann haben sie mich, glaube ich, nicht mehr gefunden. Weil jetzt sind schon zu voll von mir. Weil ich mich immer wieder wegporte. Wie sollte ich den kaputt machen? Dann kommt jetzt nächste Entfernung 200. Warte mal, gucken bei mir auf so Basis. Ach, ich muss ja da drauf drücken. Immer noch keiner bei Unterstützung. Ach Mensch. Und wenn ich angreife, kann ich kein Schild benutzen. Mal erstmal die Kleinen hier. Den angreifen. I don't miss. Trained. Das heißt Schaden und der ist. Without mercy. Na, schon wieder einen abgelaufen. Chosen. Every problem. Basis und schauen wir nach über den hier nochmal. They may have many. What is it you I protect? Wenn da was mit rotem Schild steht, das heißt, es werden mehr, wenn ich mit denen angreife, zerstört der hier mir ein paar Schiffe. Deswegen am besten nicht mit denen angreifen. Der zerstört die, aber von die zerstört ein paar von ihnen. Hm. Deswegen kommt man mit die an. Die zerstört die, aber die beiden sind gleichwertig, also. Let's roll! Da ich da über 2000 habe, kein Problem. Sammeln, das macht dieser hier. Neun Millionen. Oh. Also war ich 30. Always bring Anna. What's the story? Oh. Nummer 10. 1% zu sehen. Take the risk or lose the chance. Da ist noch was.
Hallo? Den habe ich da gerade hingeschickt zum Abfarmen. Abfarmen. Ach. Die beiden, ich trottel. Ich musste einen blauen nehmen. Nicht aufgepasst. Die drei hier sind zum Abfarmen. Ach ja. Warum ist noch ein 13er? Bis Level 20 schaffe ich alle Piraten, aber drüber hinaus schaffe ich nicht. Make no catch you, eh? Ja, nimm mal den. Let's end this. Lass ich den erstmal und schau bei denen nach. Good choice. Oh ja. Oh. Dann nehmen wir den gleichen auch noch dazu. I bring the lights right. Give me a target. Nothing. Warrior Claw. Okay, wie höre ich da jetzt? Ich brauche noch zweimal. Einmal Erde, einen greife ich gerade an. Und das Grüne. Dann greife ich zwei Erde an. Zwei Erde. Ich brauche nur noch einmal sowas. Die beiden sind dann abfarmen. Ich brauche noch ein Grün. Schau erstmal um mich herum, ob da was ist. Find nichts. Dann beschwöre ich ein Grün. Zack. Ich könnte 20 probieren. Naja, 20 habe ich ja schon geschafft. Wenn du 20 geschafft hast, kannst du danach den 21. machen. Dann kommst du halt so weit mit 21 und so weiter und so fort. Aber wir haben immer noch. Ich schreib mal rein, vielleicht antwortet einer. Guten Morgen. Ich rufe schon mal, ich nehme den 13er hier dann gleich. Der sieht doch schon mal vielversprechend aus. Der hat auch noch Kanonen, der Pirat. Gut, dann sind wir damit auch fertig. Das war aber bei 200, ah 50 habe ich noch gar nicht geschaut. Ich habe ja mit 100 angefangen.
50 hier. 50 ist auch ein bisschen näher. Ich glaube, das ist ein bisschen zu nah, 50. Das ist auch so ein 3 und 9. Bisschen verteilt die Gilde. Weiß man, von unserer Gilde auch manchmal Leute. Ah, Dr. Pascal ist da. Dann. Ah, schnellster Basis zurück. Wo ist denn der Dr. Pascal? Da ist er. Da ist er. Oh, Sliff ist auch da. Das ist doch gut. Da, ich kriege was. Nehmen wir den hier. Zack. Don't make a girl. Unternehmen. Silly. Fertig ist, fliegt das rück und kann dich abfahren. Wenn die dann noch da sind, hoffe ich. Dann geht eine Einladung schicken. Dann probiere ich das. Dreamers are lonely. What should we do? Fired up and ready? Go for it now. Ah, gut. Die Kriegsschiffe können auch. Weil das sind die Kriegsschiffe und die beiden, die können viel lagern. Können wir mal gucken, wie viel die lagern können. Das weiß ich euch selber auch nicht. Schaden, Rüstungsvolumen. 2 Millionen, das ist aber der Angriffsvolumen. Die schaffen das nicht. Die schaffen das nicht. Der schafft das nicht. Müsste reichen. Zack. 40 unterwegs. Angriff. Oh, da ist noch einer. What should we do? The secret of getting. Speak up, Commander! Oh, warte, weg. Memories are my.
Der 175 Millionen Schar macht der. Okay. Silif macht 186 Millionen Schaden. Passt. Ein neuer in der Gilde. Das benutze ich mal. Das hier unten sind alles Ressourcen und hier sind meine Dinger. Geschwindigkeit für Bauen und so weiter und so fort. Oh, ich habe viele Bücher. Das ist für EPs für diese Leute hier. Und die Leute haben halt auch nochmal. Soll ich damit, kannst du das ein bisschen aufwerten. Gehe ich mal rein. Ich brauche noch zwei, dann kann ich jetzt das Schild benutzen. Zack. Und für heute bin ich fertig. Ah, nicht abgeholt. Den habe ich nicht abgeholt. So. Die letzten drei brauche ich nicht so machen, weil Tagesziele sind alle erreicht heute. Dann geht es morgen weiter. Jetzt mache ich noch einmal hier. Und alles gelesen. Der Fahrt noch 6 Minuten ab. Schön. Nee, Ruf wollte ich nicht machen. Ich wollte Kommandanten. Das sind meine Kommandanten. Sind nicht ganz so stark. Great effort springs naturally from great attitude. Die wollte ich. Not a moment too soon. Level up. Schade. Ich muss mit der auf Level 20 kommen. Damit ich den dritten Stern kriegen kann. Und wenn ich Level 20 bin, muss ich mit der einfach nur hier rauf gehen und dann kriegt sie einen Stern. Dann kann ich hier die nächste Dings von ihr freischalten, also der hier. Der dritte Stern, vierte Stern, fünfte Stern. Ach ja. Aber das dauert. Something on your mind? What's the plan? Der wäre auch voll, den müsst ihr eigentlich auch schon weiter ausbilden. Aber Zeit. Noch 5 Stück habe ich. Jetzt habe ich keine mehr. The sun always rises. 153. Das ist mein stärkster. Völlig falsch, denen so viel Führungskraft zu geben. Aber da kam das und ich wusste nicht, was ich da machen sollte. Habe ich gesagt, komm, ich gebe denen alles. Der eine soll stark werden. Und das ist eigentlich nur ein Ressourcensammler. Deswegen. Völlig unnötig. Führungsstärke ist gut. Gegen Piraten kämpfen, gegen die großen Raumschiffe oder gegen Spieler. Also es gibt es ja auch beim Kommandanten, so wie der hier, der ist gegen Spieler. Ja, na gut, das war's für heute. So, dann Spiel verlassen, mein Ticket abholen und dann sage ich mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.